nach den 5. Aufnahmeversuch juckt mich jetzt endlich mal nicht die Nase und ich kann aufnehmen. Ja, wieder ein Infovideo, denn in Let's Plays komme ich das halt irgendwie nicht so zum Aufnehmen, wie ich gerne wollen würde, tun könnte, sollen. Genauso mit den Cam-Videos. Aber jetzt das Infovideo, ganz wichtige Sache mal. Denn ich habe es ja schon auf Google Plus angekündigt. Ich weiß nicht, ob es jemand gelesen hat. Also haben wir schnell nicht gelesen. Ich habe auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Und zwar geht es um etwas, was ich geplant habe, nämlich eine Challenge. Eine Challenge mit drei anderen Leuten, also insgesamt eine Challenge zu viert, bei der jeder verschiedene Aufgaben machen muss. Das ist im Grunde so, dass ich erstmal deine Ideen brauche, also deine, wenn du Challenge-Ideen hast, Bestrafungsideen, irgendwelche Ideen, was wir machen können, schreib sie in die Kommentare, schick sie mir per Privatnachricht, lass es mich zukommen, denn wir brauchen auf jeden Fall noch Ideen. Und es kann gemein sein, es kann lustig sein, es kann fies sein, also außerdem kann ich immer noch, wenn du Ideen hast, schreib sie mir hier unten in die Kommentare. Ich bin dankbar für alles. Und erstmal zum Ablauf, wie alles geht, denn es gibt da ein paar kleine Verständigungsprobleme. Das heißt, die drei Leute, die jetzt bei mir mitmachen, hallo erstmal, sieht man sich, naja, ihr mich, ich euch weniger, sind ein paar Verständigungsprobleme aufgetreten, wie das Ganze abläuft. Sagt meine Katze auch. Ne, Timmy? Das ist schön. Gut. Und zwar läuft die ganze Sache so, dass ich im Grunde mein Candy habe. Dort, also nicht unbedingt das, aber vielleicht das. Da kommt ein Zettel rein. Es gibt insgesamt 12 Zettel in der Zahl. Heißt, für jeden gibt es 3 Aufgaben zu erledigen. Im Grunde kommen die 12 Zettel also rein. Wir stehen alle nebeneinander, wie die Enten. Keine Ahnung, wie man das vergleicht. Ja, ich halte das Käppchen hin, jeder nimmt sozusagen 3 Zettel raus. Und jetzt habe ich im Grunde 3 Aufgaben in der Hand. Auf jeden Zettel eine Aufgabe. Und ich mache die nicht selbst, sondern ich habe jetzt, ich nehme zum Beispiel einen Zettel, mache den auf, denke mir, ach ne, gucke mal. Was weiß ich, press einen roten Apfel, keine Ahnung, jetzt als Beispiel. Dann muss ich, dann kann ich überlegen, wer von den drei, du, wer könnte das machen? Du machst die Aufgabe. Und dann muss derjenige das machen. So ist es gerecht verteilt, jeder kann seine 3 Aufgaben gleichmäßig verteilen. Und jeder muss auch 3 Aufgaben machen, ist gerecht. Und es ist halt noch ein bisschen Zufall dabei. Ist jetzt ein bisschen blöd vom Klären her, viele Leute sind immer ein bisschen komplizierter als 2 Leute. Aber ich denke, ich habe das so ganz gut hinbekommen. Also wie gesagt, jeder zieht 3 Zettel, auf jeden Zettel eine Aufgabe, kann diese 3 Zettel an jeden Mitspieler eine verteilen und dementsprechend ist es auch, die anderen können dann auch die Aufgabe an mich selber oder an dich vor allem. Und vor allem an dich, du machst nämlich die meisten Aufgaben, du kriegst die schlimmsten Aufgaben von mir. Ja, machen. Ich hoffe, das ist jetzt soweit erstmal angekommen, so halbwegs. Wenn es noch Fragen gibt, hier unten auf Höhe meiner Gitarre, ja, nicht was du denkst, auf meiner Gitarre hier. Sind die Kommentare, schreib's rein. Und ja, viel zu sagen bleibt mir nicht. Wie gesagt, Ideen, bitte Ideen an mich, ich sammle noch. Habe schon ein paar lustige Sachen bekommen. Also nur als Beispiel kam jetzt zum Beispiel eine Challenge rein. Der die Aufgabe machen muss, kriegt sozusagen von jedem Mitspieler, das heißt insgesamt 3 Eimer kaltes bzw. Eiswasser drüber gekippt. Klingt so ganz lustig. Bin ich mal gespannt, wer es machen muss. Ich packe auf jeden Fall Bikini ein. Und ja, wie gesagt, wenn noch Ideen sind, schreib es in die Kommentare. Wenn du Fragen hast, Ideen hast, schreib es einfach rein. Ich bin für alles offen. Und dann würde ich sagen, höre ich auch schon wieder auf, denn ich habe noch zu tun und so. Weißt du, hier noch und da und überall werde ich gebraucht, wie immer, ne? Und deswegen sage ich auch erstmal tschüss. Und zum Abschied, weil ich so ein geiles T-Shirt anhabe. Jawoll, Gitarren-T-Shirt fetzt. Warte, mal gucken, ob ich es auf die Kamera kriege. Ein Gitarren-T-Shirt. Ist das nicht geil? So. Gut, damit fackel ich jetzt in der Kamera. Auf es ziehen. Verabschiede mich und sage tschüss, bis ich mal wieder schaffe, Let's Plays aufzunehmen oder so. Ne? Also, Fragen, Antworten, Ideen, alles in die Kommentare. Und für genaueres, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht. Deswegen sage ich erstmal tschüss.